Jetzt schaue ich hier in die Kamera, weiß zum allerersten Mal nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video überhaupt machen soll, weil irgendwie, ich habe Georg nicht wirklich intensiv gekannt und trotzdem habe ich mich jetzt durchgerungen, das Video zu machen. Einfach aus Respekt vor ihm und weil es irgendwie gar nicht in meinen Kopf reingehen will, dass er nicht da ist. Vor 2 Wochen mit ihm noch gesprochen. Wir haben vor 2 Wochen einen Deal gemacht und Chico, jetzt habe ich hier die 5 Mega Drive Games von dir. Wie immer ein fairer Deal gewesen und kriegt das gerade irgendwie nicht so in meinem Kopf rein, dass du keine Deals mehr machst, dass du nicht mehr da bist, dass ich dich nicht mehr anrufen kann. Das ist so der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich möchte dieses Video machen, aus dem Grund, ich möchte meine Sicht sagen, wie ich den Chico kennengelernt habe. Ich war nicht gut mit ihm befreundet oder so. Das steht mir auch gar nicht zu, zu sagen, dass ich ein guter Freund gewesen bin. Auf gar keinen Fall. Ich meine, in Ree, in Flo, auch die Jungs vom Dartverein, die kennen ihn bedeutend besser. Aber so wie ich den Chico kennengelernt habe, es war ein aufrichtiger Mensch, ein Mensch, der für seine Kollegen da gewesen ist, der nie irgendwie auf Profit ausgewiesen ist, wenn er Deals gemacht hat, sondern er hat immer geschaut, dass es auf beiden Seiten stimmt. Und ich habe ihn kennengelernt, zuerst über seinen YouTube-Kanal, habe dann gedacht, hey, ein flotter Kerl, kennt sich aus, lustig, sehr authentisch. Und ja, der Ree hat mich dann vor ein paar Jahren eingeladen in seine WhatsApp-Gruppe. Da war der Georg auch mit dabei. Und da haben wir uns dann irgendwie näher kennengelernt. Wir haben uns halt gewhatsappt, wir haben den ersten Deal miteinander gemacht und das war dann so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, der ist anders. Der ist definitiv anders. Ich habe gesagt, hey, ich suche das, ich suche jenes. Und hat er gesagt, du, kein Thema, ich schaue mal auf dem Flohmarkt nach. Und hat dann gemeint, du, ich habe jetzt auf dem Flohmarkt Galaxy 2 Konsole gefunden. Ich habe noch das Game gefunden. Was zahlst du dafür? Also, du, keine Ahnung. Und er hat dann gemeint, ja, pass auf, er steht gerade hier neben dem Verkäufer. Er versucht gerade zu sprechen und ich rufe dich wieder an, Tom. Ja, und dann hat er mich dann angerufen und hat er gesagt, pass auf, ich habe jetzt hier einen Deal ausgehandelt, alles so hier, wie du auf dem Foto siehst, hat mir dann ein Foto gemacht, hat gesagt, Tom, 35 Euro mit alles. Ich dachte so, okay, was willst du dafür haben? Sagt er, zahl mir ja die Versandkosten. Dann habe ich gesagt, ja, aber hey, du warst jetzt auf dem Flohmarkt und so, sagt er, Tom, ich war eh auf dem Flohmarkt. Und dann habe ich dann gedacht, fuck, das ist was anderes. Der ist aufrichtig. Der schaut nicht nach Profit. Der schaut, dass es beiden Jungs auf beiden Seiten gut geht. Und das war so der erste Deal, den ich mit ihm gehabt habe. Und ja, dann habe ich ihn angerufen, sage ich, du geh, okay, ich habe ein Problem hier, ich habe ein Problem da, was ist das? Und das Interessante daran ist, obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt nicht gesehen haben, persönlich kennengelernt haben, war es so, dass er mir immer geholfen hat. Es war ihm irgendwie nie zu viel, dass ich angerufen habe, dass ich ihm auch manchmal saublöde Fragen gestellt habe. War ihm nie zu viel, im Gegenteil, er hat mir alles in Ruhe erklärt. Und da habe ich sagen müssen, was für ein korrekter Mensch, was für ein grundehrlicher Mensch er ist. Und ja,
Ich habe ihn dann vor 3 Monaten, nee Quatsch, im August ist er dann zu mir gekommen. Wir haben einen Deal gehabt. Ich habe gesagt, Gameboy und ein paar Gameboy-Sachen. Und er hat dann, auch da sagt er, Tom, ich schaue nach dem Besten, was ich für dich machen kann. Ich weiß, was du ausgeben willst und ich schaue echt nach dem Besten. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn er gesagt hat, ich schaue nach dem Besten, dann war es wirklich das Beste. Und er hat dann gesagt, hey, ich habe eine Verpackung, ich habe das nachgeschaut, ich stehe hinter dieser Verpackung, ich habe jetzt noch das Ding komplettiert mit Flyern, die ich noch die bei mir gelegen sind. Und ja, er ist dann gekommen mit seiner Frau. Wir haben gegrillt. Er hat sich meine Sammlung angeschaut. Wir haben gesprochen, auch über seine Familie, über seine Arbeit bei Bosch und über die Zeit jetzt, über die Kurzarbeit, über Corona und über alles und über seinen Dartverein. Und ich habe seine leuchtenden Augen gesehen bei jedem Thema. Und ja, seitdem, wo ich ihn dann auch persönlich kennengelernt habe und seine Frau, er ist mir irgendwie total ans Herz gewachsen, weil er so ein aufrichtiger Mensch ist, so ein lebensbejahender Mensch. Ein Mensch, der auch viel durchgemacht hat. Ich meine, wir beide sind gleich alt. Er ist 50 und ich bin 50. Und jo. Und ja, ich habe es auch genossen, wenn er immer so seine Fotos vom Essen geschickt hat, so ein gute Schnitzel und Pommes und keine Ahnung, mein Gott. Ja. Und eben auch der letzte Deal oder der vorletzte Deal, den wir gehabt haben, ich habe dann einen Gameboy nochmal gekauft, weil da war ein Styropordeckel und ich wollte dann unbedingt alles perfekt haben bei meinem Gameboy, was der Georg mir dann gebracht hat. Und habe gesagt, hey, was hältst du davon? Sagt er, ja, das Ding sieht sauber aus, super, mach mal ein Foto von den Laschen. Und ich habe dann von den Laschen ein Foto gemacht. Und auf einmal klingelt das Telefon. Tom, sind das die Originalbilder? Sage ich, ja, warum? Tom, das ist ein sehr seltenes Teil. Sag ich, du, warum? Das ist doch ein Gameboy. Sagt er, ja, aber das ist die FRG-Version. Da war Ruhe. Sagt er, hast du das gekauft? Sag ich, ja, ich hab's gekauft. Willst du das für dich behalten? Sag ich, Georg, warum? Was ist los? Sagt er, weißt du, ich suche schon seit Jahren nach dem Teil. Und ich sag, okay, Georg, pass auf, kein Thema. Ich will einfach nur den Deckel da oben haben. Und ich habe dann gesagt, pass auf, machen wir es so, wenn das Ding ankommt, ich hoffe, dass das ankommt, weil ein günstiger Preis. Und dann sagt er, jo, wenn das nicht ankommt, wir beide setzen uns ins Auto und wir fahren nach Österreich hin und so. Auch dort dieses Freundliche, dieses, ja, und ich habe dann schlussendlich gesagt, sag ich, pass auf, Chico, wir machen das so. Ich schaue es mir an und ich möchte einfach da das Styropor haben, den Deckel. Und wenn der Gameboy besser ist, ich hoffe, das ist dann für dich in Ordnung, dass ich dann den Gameboy austausche. Und sagt er, ja, ist kein Thema, such dir raus, was du brauchst. Und auch diese Demut, dieses schau zuerst auf dich und gib mir dann den Rest. Und ich habe gesagt, sag ich, pass auf, Georg, es soll für uns beide passen. Und ich habe ihm dann die FRG-Version dann geschickt und auch da diese Freude, diese Dankbarkeit, dieses, ja, das war einfach Georg, so wie ich ihn kennengelernt habe, immer für seine Kollegen da, niemals, es war ihm irgendwie nie irgendetwas zu viel, eben meine blöden Fragen, wo ich gedacht habe, wow, das müsstest du eigentlich wissen, und Georg so, hey Tom, das ist absolut kein Thema, oder wenn ich geschrieben habe, dann hat er gesagt, hey Tom, ich bin gerade bei der Arbeit, ich rufe dich zurück, ist das okay? Und ja, so habe ich ihn kennengelernt.
wie gesagt, ich bin kein guter Kollege von ihm. Ich bin stolz, dass ich diesen Menschen habe kennenlernen dürfen, dass ich seine Frau habe kennenlernen dürfen, dass er mich eine Zeit in meinem Leben begleitet hat. Deshalb ist es für mich so schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, dass da keine WhatsApps mehr kommen, dass da, ja, wir haben uns für nächstes Jahr verabredet, dass er wiederkommt, dass wir wieder grillen zusammen, dass ich dann, ja, dass er mit seiner Frau bei mir immer willkommen ist und, ja, findet dann wohl nicht statt. Und jetzt dann eben vor 2 Wochen mit ihm telefoniert und er hat gemeint, Tom, ich habe noch Sega, Mega Drive und habe gesagt, ich möchte das und das haben. Und noch hier. Ja, der letzte Deal. Auch hier der letzte Deal. Fair. Tom, ist das in Ordnung? Er fragt mich, ob das in Ordnung ist. 100 Euro und das sind, hey, fucking 20 Euro pro Game. Wenn ich bei eBay nachschaue, hätte ich mehr ausgegeben. Er fragt mich, Tom, ist das in Ordnung? Und ich so, ja, es ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, Georg, dass du viel zu früh gegangen bist. Ich wünsche der Familie viel, viel Kraft in diesen schwierigen Zeiten, diesen komischen Zeiten. Ich wünsche seinen besten Freunden, dem Ree, dem Flo, viel Kraft. Und Flo, danke, dass du für seine Familie einen Aufruf gemacht hast. Ich werde deine Bankdaten hier unten in den Kommentar reintun. Und auch Ree, danke für das Video, was du gemacht hast vor 3 Wochen bei ihm. Kriegt jetzt alles irgendwie ein anderes Licht. Und ja, Georg, danke, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du mich in meinem Leben eine kurze Zeit begleitet hast. Hast auf jeden Fall Eindruck auf mich gemacht, mit deiner Ehrlichkeit, mit deiner, ja, dass du für deine Freunde alles tust. So habe ich dich kennengelernt. Ja, das war's von mir. Bleibt so, wie ihr seid. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Euer Tom.